Ja, willkommen mal wieder bei ghostwire.com oder ghostwire.de oder einmal australien.de. Wir sind hier in Cooper Pedy in einem Open Cutfield von Stevie. Und das gucken wir uns doch jetzt mal an. Ja, das sind also nicht die typischen Hügel, wie man sie sonst kennt, sondern da wird wirklich in den Bergen gearbeitet, und das sogenannte Open Cut. Gucken wir uns das mal näher an. Ja, das ist richtig spannend hier. Ne? Da könnte ich mir vorstellen, drin zu wohnen. Ja, also hier mit dem Auto runterzufahren kann zu Problemen kommen, weil ganz einfach der Sand so fein ist. Und jetzt wird einem auch wahrscheinlich klar, warum die oben Steinkrascher stehen haben, weil die das einfach hochfahren und in den Krascher rein, damit sie die Steine halt zerkleinern können. Also hier hat man ganz schön gebohrt und gesprengt. Ja, da sieht man noch die Spuren von den Bohrern auch. Sieht einfach bombastisch aus. Ja, heute ist Sonntag. Deswegen wird hier auch nicht gearbeitet. Das ist halt unser Glück. Du können das uns mal in Ruhe angucken. Und vor allem ihr. Es wird toll, wenn ihr das alles mal scheren könnt, damit auch andere Australien-Fans, die nicht die Gelegenheit haben, sich sowas anzugucken, dass man etwas genauer sehen können. Hier ist schön kühl. Ja, also da wird im großen Stil gebohrt, gesprengt, gegraben. Muss sich wahrscheinlich lohnen, sonst hätten wir das hier nicht gemacht. Gucken wir uns das nächste Loch an. Das ist schon eine Nummer größer. Sieht aus wie bienenwarm. Ja, hier ist scheinbar das Office. Hier ist richtig kühl drin. Das sind die Torwächter. Ja, wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr das wirklich shared
damit jeder das sehen kann. Weil ich glaube, die wenigsten haben die Gelegenheit, sich sowas wirklich mal von der Nähe aus anzugucken. Ja, das war's fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen beim Zuschauen. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr das liked und shared, damit jeder das weiß. Das war's. Bis dann. Australia, da sind wir. Australia.com, Australia.de und einmal-australien.de. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.